Und zuerst kommt mir jetzt nicht diese Vanille, von der gesprochen wurde, und auch nicht der Sherry in die Nase, sondern zuerst kommt mir so leichte Orange, Zitrusfrucht, Saftorange in die Nase. Und das ist der Brennereicharakter von Balvenie. Dann kommt dahinter sofort die Vanille, die trägt das wunderbar, und dann der fruchtige Sherry. Ja, und das ist so wunderschön aufeinander abgestimmt, so harmonisch, so gleichmäßig, da sticht nichts voraus, dass man sagt, oh, der ist ganz vanillig oder der ist ganz honigsüß, sondern das ist alles gleichmäßig ineinander verwoben. Wunderbar, geht schön zusammen. Jetzt wird er voller, jetzt wird er kräftiger. Und jetzt kommt auch die Eiche dazu. Würzig. Aber diese schokoladige, zartbittere Note kann jetzt nicht die Oberhand gewinnen. Aber voll und kräftig liegt sie mit auf der Zunge. Süß. Da klebt keine Zunge am Gaumen. Wunderbar. Der Abgang geht ganz lang hinten in den Hals herunter. Also wenn ich nicht mich an dieser Flasche schon den einen oder anderen Abend vergnügt hätte, ich würde jetzt hier glatt noch einen zweiten trinken. Ach, ist